Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Three Houses. Wir sind immer noch dabei, das Kloster vor der kaiserlichen Armee zu verteidigen. Sind beim letzten Mal ziemlich gut vorangekommen und als nächstes nehmen wir uns mal diese Falkenritter an. Ich glaube, da kann Cloud schon ziemlich gut weiterhelfen. Der muss ich ja nur hier hinstellen. Einmal mit seinem Bogen schießen und dann kann er sich wieder verduften. Ich glaube, ich werde Cloud mal auf einen Langbogen ausrüsten. Den kann er jetzt eigentlich ganz gut gebrauchen. Oh, das... never mind. Ich hab nicht aufgepasst. Mein Fehler. Dann eben so. Ich gebe doch nicht eine Waffenanwendung aus, wenn es den Gegner nicht one-shottet. Oder den Gegner dann noch nicht um die Ecke bringt. Shall we? Hammer ausgerüstet und let's go. Don't get used to this. Oh, draußen. Da braucht jemand einen Heal. I'll do my best. Das ist der Schütze hier vorne, ne? Oh ne, der kommt da gar nicht ran. Was ist denn das? Ja, wer spurte denn da? Es ist er hier mit seinem Tomahawk. At the ready. Was mache ich denn mit dir? Let's make this quick. Perfekt. I've got no time for mercy. So. So. Hier. Gut, da sind auch noch so ein paar, die können wir uns darum nachholen. Da können unsere Magier da wieder glänzen. Auch wenn wir die wegmachen können. Warum nicht? Magier weniger in den gegnerischen Reihen hat doch keinen geschadet. Hast du einen guten Magiewert? Naja, 16 geht eigentlich. Weil ich glaube, Yuri kann den ganz gut gebrauchen, ne? Na, der hat 19. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade irgendwie gedacht, Leonie hat 32 Magie. Das wäre ein bisschen seltsam gewesen. Ja, kann Yuri den auch am besten gebrauchen. Shall we? Und weiter geht das fröhliche Vorrücken. Wartet auf mich, nicht so schnell. We're prepared for the fire attack. Now we just need to draw the enemy's attention. You can't defeat us with that many soldiers? The Imperial Army is doomed without a capable general. Quiet! Don't think you'll get away with mocking me! Attack! Make sure they never speak again! Hi. Now! Cloud, du bist dir bewusst, dass wir da mittendrin stehen, oder? Wir sind nicht feuerresistent. A fire attack. The damage is too great. We can't fight anymore. All units retreat. I'll take on our pursuers. Carry away the injured soldiers. If we let them escape, they'll come back to attack later. We have to take them out.
Nee, jetzt stehe ich hier in der Asche. Toll gemacht, Cloud. Wir hatten alles im Griff. Now there's a way forward. Naja, unsere Flieger betrifft es ja Gott sei Dank nicht. Und davon haben wir Gott sei Dank vor. Ah, du kannst sie nicht besiegen, das ist doof. Aber Leonie kann ich vorsprechen für dich. Das überlebt er sogar. Ganz knapp. Auch das hat er überlebt. Ganz knapp. Our quarrel wasn't personal. So. Dann brauchst du nur noch zwei Level-Ups. In welcher Reichweite steht er jetzt wieder drin? Bleib einfach da stehen. Ja, heil dann. Kannst mal. Ja, nutzt mal deinen Hammer. Never let your guard down. Nice. Still have a long way to go. Cloud, kannst du den besiegen? Nein, ich weiß nicht. Ach, da steht ja auch noch einer. It's done. Ja, stell dich mal dahin, da hin, da trifft dich das Feuer nicht. They were sure to perish. Haben wir noch irgendwo Platz? Dann kann sich da anstellen. Müsstest du nicht überleben. That egg. Never mind. Steady now. Shape it up. At the ready. What's my strategy? So. I'm in. Das ist gut. Don't expect any sympathy. Er ist zurück zu seiner alten Performance. What did you expect? So, Lawrence, du kannst doch bestimmt die Magie hier erledigen, ne? Ah, das kannst du. I'll tolerate no obstacle. Und dann kannst du dir noch ein Goodie holen. Naja, die kannst du nicht mehr verwenden. Der reicht. I can do this. Okay, der Eisenbogen hat's auch getan. I wasn't about to let you go. Amazing. Ja, ne? Hat er toll gemacht. I'll do my best. Ja, nimm Aura. Da kannst du ihn wenigstens ordentlich vorschwächen. Oh, Alarmbereitschaft, sehr schön. Weil Leonie müsste nicht mal nachziehen. My orders? Ah!
make a difference? So, ein Level brauchst du noch. Gutes Level up. I'll keep pushing myself. Sunshine. Let's make this quick. Nur raus so. Put me in there. Oh, kann ich da mal heilen. Thank you. So, und Hilda habe ich gleich. Hier, Chef. Ach, Juri ist noch da. Oh, Klaus ist noch da. A total loss. But we can't just nur noch er ist übrig. Teach, look out! They're after your head! For my house. For justice. Hi! I will not be defeated! Ja, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Da ist er einfach mal losgestimmt wie ein oller Berserker. Dann beenden wir einfach mal hier zu. Oh, aber Hilda ist jetzt in der Reichweite drin. Weil Hilda überlebt wenigstens den Schlag. Okay, Junge, das gibt Rache. Aber das andere Kaliber an Rache. So, hast du davon. Mother, please. I'm so... Ja, so. Kommt davon. The hard life sharpens the senses. Ja, du hast wirklich ein hartes Leben. Those Imperial troops are really something. Looks like we'll face a lot of resistance in the future. So, hätten wir das auch. Ja, ist auch besser so, wenn seine Motivation das Maximum erreicht. Meine Motivation hätte auch das Maximum erreicht, wenn ich ganz knapp überlebt hätte. Weil jemand die Zeit zurückgedreht hätte. Wäre ich auch höchst motiviert. Phew, nice work. We won without much incident, thanks to all of you. Now the enemy knows we're on the move. What do you plan to do? I intend to ask the Alliance Lords to share some troops with us to bolster our forces. I will speak plainly. No matter whom we beseech for reinforcements, our envoys will inevitably pass through Gloucester territory. My father is being cautious not to give the Empire a pretext to intervene. Therefore, he is unlikely to allow even envoys to pass through. Warum überbringst du da nicht die Botschaft als Bote? Du könntest ja wahrscheinlich ohne Probleme durch dein eigenes Gebiet reiten, oder? Das sollte dir nicht auffallen. Aber gut, ich schätze, da müssen wir das Königreich um Hilfe bitten. I guess I haven't told you yet, Teach. The kingdom isn't in a position to be sending anyone reinforcements. After losing King Lambert during the tragedy of Dusker, a regent had been handling its politics. But then there was a bloody coup. The regent and Prince Dimitri both. Apparently the whole family was killed. All bladed territory, including the kingdom capital, is being ruled by those who are cooperating with the Empire. The kingdom is no more. It's now called the Fargus Dukedom. The vast majority of the former kingdom lords bent a knee to the overwhelming power of the Empire and the Dukedom, and now fall under their jurisdiction. Some who formerly held power are continuing to resist. But it would be difficult for them to regain it. Oh, hey, I can think of one person who we can ask for reinforcements. Someone whose territory is really close and who's on good terms with Clyde. Ah, the hero of Daphnil, I presume. I've seen her before, and she does seem to be reliable. You're talking about Judith, right? I bet she would lend us a hand. Sie scheint stark zu sein, so ist es ja nicht. That's right. You've met her once before, Teach. She's a fearsome one-woman army. She did a lot for me, even before I was recognized as the heir to House Regan. I don't like the idea of owing her more than I already do, but given the current situation, sacrifices must be made.
I'll reach out to her. As for the rest of you, prepare for our next battle. Hey, Atiche. How are you feeling? Does anything feel strange at all? Naja, also davon abgesehen, dass wir im Krieg sind, fühle ich mich normal. Good. I still vividly remember you suddenly collapsing and passing out after you went through those changes. But maybe that's not a concern now that you've spent 5 long years napping. Your command bringing my schemes to life. That's just how we fight best. Hat Julius schon geantwortet? Not yet, but there's no need to worry. That woman adores me. Once we've bolstered our forces, it'll finally be time to start taking decisive action. But I wonder, do you really think Rhea is still alive? Ja, ich glaube schon, dass sie noch lebt. I think so too. It's hard to imagine the death of someone as important as her staying a secret. I wonder where she is and what she's doing. Aber entschuldige, dass sie noch lebt. All I know is that I still have a lot of questions I need to ask her. About the true history of Creststones and Heroes' Relics, and the truth behind the legend of Seros and Nemesis. She has secrets. Too many of them for my comfort. Considering the state of the world, it's suspicious. You must be curious about what was done to you and what her plans were for you, right? And you never did learn about your mother, did you? None of our doubts will ever be cleared unless we hear these answers from Rhea herself. In that sense, I absolutely hope Rhea is still alive. But as far as Fodlan goes, I do wonder what a world without Rhea would look like. The majority of people in Fodlan believe in the Seros faith that Rhea preaches. That's why they accept the noble system as if it were the only option and refuse to associate with those who believe in anything else. That closed-minded philosophy is the reason why Fodlan's throat is locked tight. But if you remove the archbishop who strictly advocates that doctrine, that worldview is no longer an absolute. There's room for free thought. The leadership of the church would undoubtedly fall to you, and you would hold the power to change the shape of the faith, of the world. Then, for the first time, people would truly be free to think for themselves, to decide what's right and what's wrong. Honestly, I believe Edelgard is probably hoping to achieve something very similar. But her methods require too much bloodshed. That's not something the world can get behind. Anyway, the best thing we can do is find Rhea and hear what she has to say. Oops. I guess I've been going on for a while now. Sorry about that. You should get some rest. Erstmal speichern. Dieses Klosterverteidigen Kapitel ist ja in jeder Route gleich, deswegen bin ich froh, dass wir es hinter uns haben. Das haben wir jetzt oft genug gesehen. Part 2. Verdant Wind. Pegasus Moon. Valley of Torment. Having repelled the Imperial Vanguard, the Alliance Army requests reinforcements from Judith, head of House Daphno, the governing body in the northwestern regions of Alliance territory. Ich finde, diese Weltkartensachen könnte man sich jetzt auch sparen. Oder diese Narration am Anfang von dem Kapitel. Irgendwie ist die ziemlich nichtssagend. Im ersten Part war die noch ziemlich cool, weil sie den Monat beschrieben hat. Aber jetzt ist sie so ein bisschen... Ja gut, man braucht sie halt nicht mehr so, ne? What? Not enough left for seconds? I'm barely half full! You eat too much anyways, Raphael. Supplies are running low, so you're just gonna have to deal with it. You've always been so level-headed, Cyril. Now that you've grown up, you're even more that way. Maybe it's just that the rest of you haven't grown enough. You could work harder at being reliable. I can't grow if I can't eat. I have some good news for my hungry friends. We got a reply from Judith. Mr. Leaderman has called a meeting about it. Hurry up, everyone. We finally received a reply from Judith.
The hero of Daphnil has agreed to support us with soldiers and supplies. She's gonna give us food? She really is a hero! Maybe Raphael will simmer down now. Now, regarding where we're going to receive the delivery... As this is a request from none other than the leader of the Alliance, I wish that I could send troops at once. However, openly marshaling soldiers within my territory could provoke other members of the Alliance. Therefore, I will secretly gather troops in Aelel, the Valley of Torment. Will your group be able to receive the soldiers at this location? From there, it should be safe to return to the monastery by following the border between the Alliance and the Kingdom. Ach ja, das Tal der Schmerzen, wir erinnern uns. Between Daphnil territory and the Kingdom. It'll make sense when we get there, but it's a peculiar region. I recall there being a scary legend about it. In any case, if we use that valley, we shouldn't have to worry about being noticed by other Alliance lords. Schaut, wir waren da schon in Ingrids Nebenquest. Valley of Torment. Oh, Hilda hat Geburtstag. Ein paar Blumen für die Dame. Du kriegst nichts. So, wir gehen natürlich erkunden, das ist eine Frage. So, als erstes Blumen checken. Man kennt's ja schon. Hi. Hi. Well. Hey. No. Hi. Und neue Pflanzen. Und fliegen. So. Hm, nicht dir was? Nein. Oh, das Licht ist wieder da. Oh, Anna will was von uns. Was will Anna denn von uns? Ach, das geheime Ding von Anna suchen. Was auch immer es ist. Ach, da kommen wir eben zu Fuß in Jungle. Das ist ja doch gleich wieder näher. Professor? Hi. Hi. Can you help me? Oh, hier war nur der Quest hier besser zu beleuchten. Da dachte ich, hier wäre das Ding, aber es ist ja bei unserem Hauptquartier. Über unser persönlichen Quartier. Was ja mehr oder weniger unser Hauptquartier ist. Ist ein persönliches Quartier nicht das Hauptquartier? Ach, das lag ja hier oben bei der Sauna, ne? Da. Was auch immer das geheime Ding sein mag. Rein. Kurz das abholen. Da lang. Ist der da gerade aus der Treppe gekommen? Ein wahrer Mann Gottes. So, das kann ich mal eben kurz abgeben. Oh no. Nice job. Bitteschön. Ach, das ist Quest. Was braucht sie denn? Ein Hecht und ein Pfirsich. Eine Pfirsich-Johannisbeere. Gucken, ob wir das bei den Händlern einfach kaufen können.
return soon, please. Jedenfalls nicht bei dem. Hey, welcome. Bei dem auch nicht. Tja, das ist dann doof. Come again. Hey, welcome. Wir können sie hier auch nicht ziehen, weil wir halt. Ich meine, das ist bestimmt hier irgendwo in den Mixen drin. Aber das Problem ist. Come again. Wir haben das jetzt schon alles eingepflanzt. Und naja, rausruppen und was anderes reinpflanzen ist nicht. Es geht gegen die Pflanzenethik. Für dich. Für dich. Hey, you're cleaning your plate. Nice job. Please stop. You sound like my mother. So, da hinten liegt auch noch was. Wir könnten nochmal beim Amiibo-Pavillon gucken. Da liegen ja auch immer noch Sachen rum. Maybe. War jetzt nicht so viel, wa? Mal sehen. Ich muss ins Lager ausgucken. Umständlich. Den Hecht hätten wir einmal. Die Pfirsich Johannisbeere auch. Wie brauchen wir denn? Ach, uns fehlt ein Hecht. Okay, das macht die Sache schon mal ein bisschen einfacher. Wir brauchen einen Hecht. Ein Kaledonis-Hecht. Heißt er so? Irgendwas mit C und Hecht. Wird schon passen. Oh, das ist gut. Gott, ich bin da so schlecht geworden. Nicht ganz. Ah, glaube ich nicht. Oh. Tja, da war ich wohl ein bisschen zu gierig. Den nehme ich. Gott, ich habe das Exzellent einfach nicht mehr getroffen, ne? Eine Göttin im Boote. Dafür hat es sich schon mal gelohnt. Aber es hat alles das, was ich nicht habe. Oh. Ein bisschen zu spät. Gott, ich kann das auch echt mal besser. Ein Armitecht. Schon wieder. Okay, die blauen nehme ich nicht mehr. Nein. Oh, ich wollte nicht gucken, was die kleinen sind. Das dürfte wieder ein Armitecht werden. Was der Kleine ist. Eine Weißforelle. Gucken, ob das hier gleich ist.
Okay, hier sind die Tentate-Schmerle. Ich nehme an, dass du halt pro Farbe eine, oder pro Größe und Farbe eine gewisse Wahrscheinlichkeit hast, Fische aus dem, einen gewissen Pool zu ziehen. Also sagen wir, bei Blau sind die und die und die Fische drin, das heißt, du hast eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die dann auseinanderzuziehen, oder aus dem Wasser zu ziehen. Naja, der Krebs fängt immerhin schon mal mit C an. Ein Bullenkopf. Naja, den brauchen wir nicht. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Na, ich glaube, wir haben den falschen Köder. Hey. Hi. Du hast nur normale Sachen, ne? Welcome. Ja. Please come again. Naja, dann wird Hilda wohl noch ein bisschen auf den Fisch warten müssen. Denn wir machen jetzt erstmal eine klitzekleine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dahin und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.